Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Das Koan vom heutigen Tag entstammt einer Sammlung von einem koreanischen neuzeitlichen Meister namens Sung San. Und das ist das erste Koan aus dieser Sammlung. Das Buch heißt The Whole World is a Single Flower. Und dieses Koan heißt Sung Sans sieben Schritte geradeaus. Vor langer Zeit gab es in China einen berühmten Zen-Meister mit Namen Sung San, der starb, ohne das Dharma-Siegel weiterzugeben. Nach seiner Bestattungszeremonie musste irgendjemand einen förmlichen Dharma-Vortrag halten und deshalb baten viele Menschen den Hauptmönch darum. Als dieser gerade das Podium bestiegen hatte, um mit dem Vortrag zu beginnen, kam Sung Sans Gehilfe, ein 15-jähriger Junge mit Namen Ku Bong, nach vorn und sagte: Unser verstorbener Meister hat uns immer wieder über die sieben Arten geradeaus zu gehen unterrichtet. Erster Schritt geradeaus, zur Ruhe kommen. Zweiter Schritt geradeaus, alles loslassen. Dritter Schritt geradeaus, das kalte, klare Wasser des Herbstes. Vierter Schritt geradeaus, ein Geist für 10.000 Jahre. Fünfter Schritt geradeaus, kalte Asche unter einem modernden Stamm. Sechster Schritt geradeaus, Räucherfass in einem alten Tempel. Sehr schwer, nicht zu bewegen. Siebter Schritt geradeaus, ein gerader Rauchfaden steigt aus dem Räucherfass in die unbewegte Luft. Wenn du die wahre Bedeutung der sieben Arten geradeaus zu gehen wirklich verstehst, dann kannst du einen Dharma-Vortrag halten. Falls nicht, dann nicht. Sollte ich vielleicht erstmal eine Pause machen und mich fragen, ob ich jetzt weitersprechen kann. Also, der Hauptmönch. Eine Farbe, verschiedene Aufgaben, antwortete der Hauptmönch. Das kann ich nicht glauben. Wenn du es mir nicht glaubst, zeige ich es dir, antwortete der Hauptmönch. Dann entzündete er ein Räucherstäbchen, steckte es in das Räuchergefäß und schaute still zu, wie es verbrannte. Dann starb er. Viele Leute riefen: Oh, dieser große Mönch ist auch gestorben. Aber der Gehilfe berührte nur dreimal sanft den Rücken des Hauptmönchs und sagte dabei: Im Sitzen sterben, im Stehen sterben. Beide Arten, kein Hindernis. Aber die wahre Bedeutung von Sung Sans sieben Schritten geradeaus kann nicht einmal im Traum erreicht werden.
Ja, wir haben uns in diesem Session mit verschiedenen Fragen beschäftigt, unter anderem mit verschiedenen Aspekten zum Thema Wahrnehmung. Und wir haben uns gestern auch mit Fragen der 10 Silas beschäftigt, immer wieder auch mit Fragen, was heißt Sangha, befasst, und kehren jetzt mit diesen Chören zu unseren Grundlagen zurück. Schließlich ist das Session demnächst zu Ende und fängt morgen neu an, nur eben für jeden alleine. Das eigentliche Session beginnt, wenn wir hier aufgebrochen sind. Ich möchte noch etwas nachtragen zu gestern Nachmittag, weil ich da so viel über die Silas geredet habe, dass ich unsere drei Zufluchtnehmenden gar nicht mehr persönlich angesprochen habe. Und diesen Mangel hat Thomas, glücklicherweise festgestellt, dass ich das noch vor dem Ende des Sessions nachholen kann. Denn es ist auf jeden Fall wunderbar, dass ihr unsere Sangha durch diesen Schritt bereichert habt, ja, den ihr drei gemacht habt. Uschi ist nun schon abgereist, also Thomas, schick ihr das Band, ich werde zu ihr auch noch ein paar Sachen sagen. Und vielleicht fange ich mal mit Uschi an. Uschi ist ja lange Zeit in einer christlichen Gemeinschaft gewesen und hat in dieser Gemeinschaft sich einer klosterähnlichen, strengen Weise zu üben damals verschrieben und hat sich dort sehr tief auf das Dienen an dieser Gemeinschaft eingelassen. Und sie hat dann festgestellt, dass irgendeine Seite in ihr zu wenig angesprochen wurde durch diese Art von Dienst in dieser Gemeinschaft. Und was sie vor allem dort vermisst hat, war Raum zur Selbstbehauptung und so etwas wie ein Freiheitsgeist, den sie, je länger wie sie da blieb, immer mehr brauchte. Sie ist da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 25 Jahre gewesen. Also sie hat einen wichtigen Teil ihres Lebens dem Dienst an dieser Gemeinschaft gewidmet und ist dann aus dieser Gemeinschaft ausgestiegen, was für sie einen riesigen Schritt bedeutete, weil sie im Grunde genommen keine Berufsbildung hatte und weil diese Gemeinschaft auch ihre gesamte soziale Sicherheit darstellte. Es war so von den Beteiligten da angedacht, dass sie sich im Alter gegenseitig unterstützen und dass sie sich gegenseitig dienen im Alter, die Jüngeren den Älteren, wie die Älteren vorher den Jüngeren. Und Uschi hat diese Gemeinschaft ohne jede Sicherheit verlassen, mit einem winzigen kleinen Abschiedsgeld hat sie sich ins Leben gestürzt und ist dann auf dem Weg, sich selbst zu behaupten, auf das Töpfern gestoßen und hat dann in Worpswede auch als Töpferin gearbeitet und ist da auf Bernd gestoßen und auf diese Weise
mit Zen in Kontakt gekommen. Und dann hat sie eine ganze Zeit lang in der Gruppe von Bernd gesessen und ist dann öfter zu Sessions hierher gekommen. Und die Atmosphäre im Lebensgarten hat sie damals sehr angesprochen. Und irgendwann hat sie sich entschlossen, ihre Töpferwerkstatt zuzumachen und auszuprobieren, ob sie in einer neuen Gemeinschaft nochmal Fuß fassen kann. Und dann hat sie hier eine ganze Zeit lang gelebt und Suchora war begeistert von ihr, weil sie unglaublich zen-mäßig in der Küche wirkte. Alles ging schnell, exakt, präzise und schmeckte fantastisch. Ja? Und das war eine große Qualität von Uschi, diesen Zen-Geist in der Küche zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb wollte Suchora sie gerne in der Küche haben. Aber da gab es andere Stimmen, die sagten, die ist jetzt erst gerade gekommen und wir sind hier schon so lange. Und also wenn, dann sind jetzt erstmal wir dran und so weiter. Und also dadurch klappte es nicht, dass Uschi diesen Job in der Küche machen konnte. Und dann hat sie sich hier noch in verschiedener Hinsicht beruflich umgeguckt und gleichzeitig einige Experimente auf dem Universalthema Mann-Frau-Beziehung gemacht, die für sie auch erhellend waren. Und ja, dann hat sie hier jemand kennengelernt, der sie vermittelt hat in einen Job, wo sie sich einsetzt für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, ja, die so am Untergehen sind und über denen die Wogen da hoch zusammenschlagen. Und da macht sie dann so eine Art Fronteinsatz, ja, geht dahin und unterstützt diese Familien. Das macht ein bestimmter Verband, für den sie diese Aufgabe erledigt. Und diese Aufgabe war eine große Herausforderung für sie und hat sie sich auch gestellt. Und gleichzeitig ist sie da auf einen interessanten, uralten Töpfermeister gestoßen in der Eifel, der da in einer alten Burgruine haust, ja, und der ihr gesagt hat, sie kann gerne ein bisschen bei ihm lernen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und sie hat die faszinierende Arbeit von diesem Mann beschrieben, dessen Vorgehen so ist, dass er irgendwie immer wieder Töpfe macht. Ja? Und jeder von uns würde sagen, vollkommen wunderbar, würde mit 3 Sampais vor diesen Töpfen also seine Hochachtung zum Ausdruck bringen. Aber dieser Mann hatte das Korn not enough, nahm den Topf und hat ihn wieder zu Ton gemacht. Und dieses Studium hat er auch Uschi angeraten. Ja? Also sich nicht gleich in irgend so ein Werkstück verlieben, sondern neu und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann irgendwann ist der Topf oder das Gefäß herausgekommen und die Glasur, der hat lauter Glasuren selbst gemacht, seine Geheimform. Ja. Und ja, dann wurde ein so ein Pott von ihm, was weiß ich, für 20.000 Mark oder sowas verkauft. Ja. Kamen die Leute aus Japan und sonst wo angereist, um sich das anzugucken. Ja, also diese Begegnung mit diesem Meister des Töpferns, der auch wie so eine Art lebender Zen-Meister da auf dem Gebiet tätig war. Das war etwas, was Uschi sehr wichtig war und ja, was sie auch von hier weggeführt hat. Und seitdem waren wir dann noch gemeinsam in Japan und
Das war auch eine wunderbare Zeit. Damals zusammen mit Jürgen und Ute, Uschi, noch Andreas aus Kiel. Und Uschi hat eben dieses wunderbare, unauffällige, aber tatkräftige Dienen entwickelt und sie hat so eine sehr große Bescheidenheit in ihrem Leben erreicht, die was richtig Demütiges an sich hat. Aber sie ist auf der anderen Seite jetzt auf den Geschmack gekommen, auch so kräftig für sich einzutreten und auch für sich einzustehen. Und das hat dieser Fähigkeit zu Demut und Bescheidenheit eine große neue Kraft gegeben. Ja, und ich finde es schade, dass sie nun nicht weiter im Steierberg im Lebensgarten geblieben ist, aber vielleicht kommt sie eines Tages wieder. Und ja, ich habe mich damals gefreut, dass sie diesen Schritt gemacht hat in Hokuji-Tempel, die 10 Silas zu nehmen. Und sie möchte auch von uns mit ihrem Mönchsnamen angesprochen, ihrem Nonnennamen angesprochen werden, ihrem Dharma-Namen. Renai, ja. Also Aisan. Vielen Dank, dass du gestern da warst in dieser Zeremonie. Ja, dann war da noch Halina. Halina kenne ich noch nicht so gut. Im Grunde genommen kennen wir uns eigentlich erst hier aus unseren kurzen Begegnungen im Doksan und so von flüchtigen Begegnungen am Platz, in der Sendung, kurzen Gespräch oder so. Und Halina, ich freue mich auch ganz besonders, dass du die 5 Silas genommen hast. Es schien mir eine tiefe Logik zu haben aus der Art und Weise, wie wir mit dem Koan Mu gearbeitet haben. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der mit dem Koan Mu so direkt und so produktiv auf seine tiefsten Gründe gestoßen ist wie du hier während dieses Sessions. Das hat natürlich seine Vorgeschichte und liegt daran, dass du schon lange an diesem Thema der grundlegenden Energie arbeitest und schon sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht hast. Und das kommt natürlich auch bei deiner Art zu sitzen und dich mit Koans zu befassen wieder zum Ausdruck. Also, ich darf mal hier ein kleines Geheimnis verraten. Halina hat Mu mit Leben identifiziert, ja. Und Mu ist das Wichtigste am ganzen Zen, ja, die Erfahrung von Mu, Mu tief zu erfahren. Das ist unser Weg und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Koans. Und das ist deshalb so bedeutsam, weil es genau Leben ist. Zen ist Leben. Leben ist nicht verschieden von Zen. Zen ist nicht verschieden von Leben. So könnte man es ausdrücken. Ja? Und man spürte, dass du in eine tiefe innere Bewegung und Resonanz gekommen bist durch dieses Koan mit deiner Urnatur. Und dazu ganz nebenbei hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich, dass wir so einen lebendigen Kontakt hatten und danke dir auch für deine Anregung aus der Kung-Fu-Arbeit, hier unsere Jugendlichen mal etwas konstruktiver mit ihrem Pubertätspotenzial umgehen zu lassen, indem sie mal ein bisschen in dieser Richtung gefordert werden. Ich werde also deine Anregung
und deine Angebote in dieser Hinsicht auf jeden Fall im Lebensgarten weitergeben. Dank dir nochmal dafür, ja. Und wenn du meinst, dass wir hier als Sangha auch ein bisschen Kung Fu machen sollten, Mantou, ja. Genau, ja. Ja, und dann hast du auch die Verbindung zu einer gemeinsamen Freundin von uns, Eva Sabo, mit der ich in Bremen lange zusammengearbeitet habe, zusammengelebt habe vor allem. Arbeit kann man vielleicht nicht so gut sagen, wenn man Erziehung unserer Kinder da nicht einrechnen will. Aber Eva und ich, wir haben damals in der Gleimstraße zusammen gewohnt, sind damals in dieses Haus gezogen, ein Zweifamilienhaus. Und ich habe Evas Entwicklungsweg von der revolutionär gesonnenen Flüchtlingsfrau aus Ungarn, ja, eine beeindruckende Schönheit. Also als ich das erste Mal gesehen habe, da kräuselten sich mir die sämtliche Körperhärchen und wie sie dann zu mir kam und sagte, sie will mal mit mir zusammen Brot backen, ja, da habe ich gedacht, welch ein Glück, ja. Und später haben wir dann sogar unter einem Dach gelebt. Gut, dann lernt man auch andere Seiten der Menschen kennen, das ist ja immer so. Kurz und gut, Eva macht heute sehr viel therapeutische Arbeit und hat sich ja dem Tantra auch verschrieben und ist eine große Lehrerin auf diesem Gebiet und hat uns hier im Lebensgarten auch mal ein Seminar geschenkt und eine Bauchtanzvorführung. Ja. Also einige ältere Semester hier unter euch, die erinnern sich vielleicht noch daran. Also es ist eine wunderbare Frau und dadurch hatten wir auch noch eine zusätzliche Brücke. Also bitte grüß sie ganz herzlich noch einmal, wenn du sie demnächst siehst. Ja, und Eva war auch so eine spirituelle Wegbegleiterin. Also wir haben uns ja damals aus dem anarcho-marxistischen Theoriegebäude mühsam befreit, um irgendwie wieder zu uns selbst zu finden. Ja? Und wir haben alle unkonventionelle Wege eingeschlagen, also Eva genauso wie ich. Ja? Und wir haben auch allerlei gemeinsam ausprobiert. Chabran mit Sufi, Dicker, Sicker, Regina, die weiß da viele Dinge, weil sie auch durch diesen ganzen Prozess teilweise mitgegangen ist. Ja? Also was wir da alles erlebt haben, ja. Und dann vor allem das Stück Warten auf, das hieß nicht Warten auf Godot, sondern Warten auf Chabran. Ja? 18 Uhr fing ein Seminar mit ihm an und nachts um 2 erschien er, weil die Energie vorher nicht gestimmt hatte. Ja? In Begleitung einiger glutäugiger Frauen, die offensichtlich dazu beigetragen hatten, dass die Energie wieder stimmte. Und der Rest, 50 Leute, warteten darauf, dass er uns mit seinem magischen Kuto-Mystik den Hals des Egos abschnitt. Ja? Ja, das haben wir alles mit Eva erlebt. Ja. Also, Halina, danke dir. Ja, und jetzt komme ich zu Bettina. Bettina, uns beide verbindet eine sehr intensive Lehrer-Schüler-Beziehung. Ich glaube, das darf ich hier mal offen zugeben. Ja. Bettina ist für mich ein Mensch, der die Sonne der Tatkraft verkörpert, in einer unbeschreiblichen Weise. Ja? Also sie fragt nicht lange rum, sondern packt zu und
greift zu und macht. Ja. Und hat dabei ein wunderbares, ein sonnenhaftes Wesen, wenn sie in der Tatkraft drin ist und darin nicht gestört wird. Ja. Dann geht irgendwie alles wie von selbst. Und dann wachsen da auch sofort die Blumen in dieser Permakulturwüste. Das muss man ja ehrlicherweise mal zugeben. Das Projekt läuft seit 12 Jahren und also stellenweise und gerade auch da in diesem unteren Gartenbereich war eben eher so Trockenwüste anzutreffen als wirklich Fruchtbarkeit. Ja. Und es hat mich schwer beeindruckt, wie du da mit Ärmel aufkrempeln innerhalb kürzester Zeit einen wirklich ganz herrlichen, fruchtbaren Garten wieder in Betrieb genommen hast. Ja. Und natürlich mit Unterstützung vor allem von Thomas und Jürgen, aber auch vielen anderen. Ich möchte, dass du diese Kraft, dass du für diese Kraft Raum hast. Ja? Und dass du dich da wirklich voll entfalten kannst, dass dein grüner Daumen wirklich sich zum Segen für die Sangha da entwickeln kann. Und ich weiß, dass du dich da von mir oft nicht genügend geschützt fühlst. Ja? Du wünschst dir, dass ich da mehr tue, um deinen Aktionsradius vor den Übergriffen anderer abzusichern. Und das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, ja, die ich auch versuche, irgendwie so gut ich kann wahrzunehmen, aber dann wiederum gelingt es mir nicht. Ja. Und du stehst für mich auch für verbindliches Zen-Engagement. Du hast jetzt Jahre schon hier mit uns geübt in dieser Sangha und ich vertraue dir einfach unglaublich, was deine Kraft zur Übung und deine Beständigkeit angeht. Und auch aus diesem Grunde ist es mir wichtig, dass du auf diesem Acker da einen großen Raum bekommst, weil du nämlich für diese Beständigkeit hier in dieser Sangha stehst. Ja? Es gibt eigentlich keinen hier unter uns, der so sehr das verkörpert im Augenblick wie du. Ja? Das heißt nicht, dass wieder andere Leute dazukommen können, die das auch können, aber es ist einfach eine Tatsache, dass du hier dafür stehst. Ja? Und deshalb ist mir das auch wichtig, dass du diesen Raum bekommst. Ja, und dann schätze ich besonders an dir deine unglaubliche Hilfsbereitschaft, ja, die ich häufig selbst in meinen kleinen Alltagsnöten kennengelernt habe. Ich kenne niemanden, der so unkompliziert bereit ist, andere Menschen zu unterstützen, wenn ihm das plausibel ist wie du. Ja. Und dafür möchte ich dir sehr, sehr danken und wünsche mir, dass dieses Potenzial auch bei anderen in unserer Sangha in gleicher Weise zur Blüte kommt wie bei dir. Ja, und dann einfach deine Naturliebe. Das ist ein Geschenk, denn in der Ökoszene gibt es viele Leute, die der Meinung sind, man sollte seine Möhren selbst anbauen und sein Gemüse und so weiter. Aber sobald die Jungs dann auf die Pflanzen losgelassen werden, dann fragt man sich, wann soll die Ernte eingefahren werden? Ja? Da wächst einfach zu wenig. Ne? Das ist irgendwie mehr so Theorie. Und deshalb freut mich das ganz besonders, dass du in der Hinsicht einfach irgendwie damit umzugehen weißt, ja? Sodass es produktiv ist. Ne? Das ist auch was zu sehen. Das haben wir ja heute uns auch überzeugt davon. Ja, und dass du den Schritt gemacht hast zu den 10 Zielers, und zwar so ganz spontan, ja. Ja, das hat mich auch sehr berührt, weil mir das zeigt, wie ernst du das meinst, auch zur Entwicklung der Sangha beizutragen. Und ich weiß, dass das für dich nicht einfach ist,
weil es da manchmal auch Dinge gibt, die dich ängstigen. Ja, vor allem, wenn die Situation irgendwie unübersichtlich wird, ja, und Kompetenzen irgendwie unklar werden und die Verbindlichkeiten unübersichtlich werden und nicht klar ist, wer was macht bei der gemeinsamen Sache. Und ich denke aber, dass das eben zu unserem Gruppenprozess gehört, das genau herauszubekommen und so zu organisieren, dass wir uns alle damit wohlfühlen. Ja, das also jetzt zu euch drei nochmal. Und also ich möchte euch nochmal sagen, dass mich das mit großer Freude erfüllt, dass ihr diesen Schritt zu mehr Verbindlichkeit im Bodhisattva-Sinne getan habt. Danke euch nochmal. So, nun zu unserem Korn. Habe ich überhaupt noch Zeit? Ja. Die sieben Schritte, die da genannt worden sind. Bei diesem Korn ist interessant, dass hier ein Anfänger die entscheidenden Worte spricht. Ja? Da sehen wir so einen Mönch, der da die Ochsentour gemacht hat und auch lange gesessen hat, sicher, und auch viel Verdienstvolles wahrscheinlich getan hat. Ja? Aber der Meister hat sich offensichtlich nicht entschließen können, diesen altgedienten Mönch den Dharma zu übertragen. Irgendwas fehlte noch. Ein Beispiel in Japan, im Hokuji, da haben wir auch so einen altgedienten Mönch, den Ichi-san, und der Roshi hat mal in einem Interview gesagt, also der Ichi-san steht so kurz davor, ja, und was den nun davon abhält, nicht den Dharma auch nur noch in Schriftform übertragen zu kriegen, das können wir nur ahnen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass er eben ab und zu mal abstürzt in eine Gewohnheitswelt, aus der der Roshi ihn mit großer Kraft mal rausgeholt hat. Der Roshi hat Ichi-san irgendwann mal so aus einer Kneipe aufgegabelt, ja, wo er so ein voll drauf Alkoholiker-Dasein geführt hat, und der Roshi hat ihn sozusagen nach dem Motto Sweezy! Ja, hat er ihn versucht da rauszuholen, und da hat er ja auch viele große Schritte gemacht, und er ist ein unglaublicher Jigijitsu. Und wir haben, die ihn erlebt haben, haben sehr viel von ihm erlebt, bis hin zu den Mustern, die jetzt noch in meinem Körper präsent sind, von seinem genialen Kesaku-Gebrauch. Aber es geschieht dann eben immer mal wieder, zum Beispiel bei Neujahrsfeiern, wo also eine Zeremonie die Koordination von 200 Personen erfordert und wo er dann auch seinen Teil übernimmt und wo es dann eben morgens um, was weiß ich, 2 Uhr losgehen soll, um die Neujahrszeremonie zu beginnen, dann kriegen wir ihn nicht aus dem Bett, weil er einfach hackedralle voll ist, ja, und man ihn auch mit 3 Leuten nicht ins Senkrechte stellen kann, bis er dann schließlich schwankend in das andere Muster wieder eintritt, und dann, aber das sind so kleine Hindernisse, die eben noch nicht restlos beseitigt sind, und ich glaube, das wartet der Roshi noch ab, bis diese Dinge voll im Griff sind, und ich kann es mir vorstellen, dass das klappt. Ja, also so ein Mönch war da scheint, ja, aber irgendwas hatte er noch nicht gerafft. Und da gibt es also diesen Kleinen, ja, 15-Jährigen, der nun Tag ein, Tag aus mit dem Roshi da zusammen war, so ähnlich wie Ryo-san im Hokuji. Und der kocht ihm halt den Tee und macht sein Bett und empfängt die Gäste und ist im Wesentlichen am Kochen und sauber machen im Tempel des Roshi. Und so auch hier. Und
Das ist eine privilegierte Situation. Der Roshi spricht natürlich kaum zu dem, aber er kann den ganzen Tag über das Wesen des Roshi und seinen Ausdruck von Zen beobachten. Und sein Roshi hat dann auch immer wieder gesagt zu ihm, also, denk dran, 7 Go Straights, die 7 Schritte geradeaus, die solltest du immer wieder üben, ja? Solltest du beachten. Mach's richtig, 7 Schritte geradeaus, denk dran. Ne? Und weil das immer wieder Thema war, hat natürlich der Junge die Gelegenheit ergriffen, daran zu erinnern, wo nun gerade auf das Wesentliche, was dieser Lehrer der Welt hinterlassen hat, nochmal hingewiesen werden soll. Das sind also diese 7 Schritte. Und er benennt diese 7 Schritte, wie der Meister sie auch bezeichnet hat, ja, und sagt, ja, wenn du das kannst, wenn du das erreicht hast, ja, dann kannst du auch den Dharma-Vortrag halten. Das ist eine ziemliche Herausforderung als so ein kleiner Pirks, ja, Smutchen, ne? Fängt hier an, die Obermatrosen irgendwie zu bevormunden. Ne? Und, aber der Obermönch, der lässt sich darauf ein und sagt gleich so einen Satz dazu, so eine Weisheit. Ne? Eine Farbe, verschiedene Aufgaben. Will der Junge nicht glauben, ja? Hier scheint es auch nicht. Und dann sagt er, pass auf, ich zeig's dir, ne? Und dann setzt er sich dahin, zündet ein Räucherstäbchen an, oder setzt sich nicht hin, es wird nur gesagt, er zündet ein Räucherstäbchen an und schaut da still zu, wie das Räucherstäbchen niederbrennt. Und als es verloschen ist, stirbt er. Ah, alle ganz aufgeregt. Noch so ein großer Mönch gestorben. Ja? Erst der Meister und jetzt auch noch der Jiki hier. Ja? Und so, ne? Und die sind nun so beeindruckt von dem Tod, jetzt auch von diesem Obermönch, ja. Und der Kleine aber gar nicht, ja. Der sagt, falsch geraten, so ungefähr, ja. Nicht? Er sagt hier, streichelt ihm so dreimal den Rücken und dann sagt er zu ihm, im Sitzen sterben, im Stehen sterben. Beide Arten kein Hindernis. Aber die wahre Bedeutung von Dzogchens 7 Schritten geradeaus kann nicht einmal im Traum erreicht werden. Na wo also? Ja, wo werden diese 7 Schritte erreicht? Ja, diese 7 Schritte sind eben Tore zum tiefen Sazen, ja, zum tiefen Samadhi. Und ich finde, dass es sich lohnt, diese 7 Schritte sich zu vergegenwärtigen, weil wir, wie Rainer auch im Doksan sagte, er das eine gute Möglichkeit findet, wenn das Session hier zu Ende ist, für sich selber zu üben, ja, mit diesen 7 Schritten. Also der erste Schritt, zur Ruhe kommen. Ja. Man setzt sich hin und schaltet erstmal hier überall die inneren Birnen aus, ja, die da noch am Leuchten sind. Ne. Die Gedanken, die uns da durch den Kopf gehen. Und dann geht es weiter. Dann kommt der nächste Schritt. Alles loslassen. Ja, das ist eine Dauerübung. Ja? Alles loslassen. Immer mehr und immer weiter und immer tiefer loslassen. Ja? Dann kann man vielleicht dahin gelangen, dass die große Klarheit des Wassers des Herbstes auftritt, ja, dass der Geist sich so klärt, dass einfach nur kühle Geistesklarheit da ist, das kalte, klare Wasser des Herbstes. Und dann wird sich der Geist offenbaren in einer anderen Dimension. Nämlich dann können wir, wenn wir tief versenkt sind, den einen Geist, der die 10.000 Jahre umfasst, also 10.000 steht ja immer für unendlich,
ja, der Ewigkeit und gegenwärtigen Augenblick verbindet. Diesen Geist, den können wir erleben. Und den können wir eintreten. Der fünfte Schritt, kalte Asche unter einem modernden Stamm. Das ist das Bild für denjenigen, dem es gelungen ist, die drei Gifte, von denen im Buddhismus viel die Rede ist, zu besiegen. Ja? Gier, Hass und Verblendung, ja? Die uns immer wieder rausreißen aus dem Kontakt mit dem Leben. Ja? Die Sicherungsstrategie und die Abwehrstrategie, ja? Die in sich blind ist, die sind zu kalter Asche geworden. Ja? Kein Interesse. Das Greifen hat kein Interesse mehr. Das wäre der nächste Schritt. Ja? Auch eine konstante Übung von uns. Und dann entsteht ein Sitzen, das kann nur noch verglichen werden mit dem alten, riesigen Räuchergefäßen alter Tempel. Wer mal in Daibu Zuden in Nara war, da steht vor einem riesigen Buddha, steht ein riesiges Räuchergefäß, wo die Leute so ziemlich große Senkos reinstellen, wenn sie also vor diesem Buddha ihre Sampais machen. Und dieses riesige Räuchergefäß, das steht da eben schon seit mindestens also 800 Jahren oder sowas an dem Platz, ja, unbeweglich, ja, so wird das sitzen, Daizu Chisho Buddha, ja, nur sitzen, ja, nur sitzen, nur sitzen. Also, das unbewegliche Räuchergefäß, ja. Und dann wird der siebte Schritt beschrieben als ein gerader Rauchfaden steigt aus dem Räucherfass in die unbewegte Luft. Und als Beispiel für die unglaubliche Konzentration, die da herrscht. Ja. Ist so groß, dass nicht mal mehr das Senko kleine Schlängellinien macht, sondern es ist nur noch ein einziger Rauchfaden, der da hochgeht. Ja, das ist ein Bild für die tiefe Konzentration, das tiefe Samadhi, in dem sich im Geist nichts mehr regt, ja, keine Gedanken, nur noch Munen, ja, ein Denken des Nichtdenkens, was im Soto-Zen das Hauptkoan ist. Ja. Und da, wenn ihr jetzt mal Andrea gesehen habt, wie sie so sitzt, dann könnt ihr sehen, dass sie in einer unglaublich konzentrierten Haltung sitzt und wirklich ein wunderbares Beispiel gibt für konzentrierte, sitzenorientierte Zazen-Haltung. Ja. Danke dir, Andrea. Ja, und wer das noch nicht verwirklicht hat, der soll nicht rumreden, ja, über das Dharma und den Segen des alten Meisters, ja. Und deshalb will ich hier auch nicht weiter rumreden, ja. Allerdings hier, so wie der Hauptmönch das gemacht hat, das war ja ein ganz schöner Einsatz, ja. Muss man ja irgendwie zugeben, aber im Leben geht mancher Schuss daneben, nicht? Das hat er hier auch gezeigt, ja. Also wer den mentalen Tod verwechselt mit dem physischen Tod, so ehrenwert wie das ist, nicht davor zurückzuschrecken, sein eigenes Leben für so eine Vorführung zu opfern, ja. So wenig ist doch das der Punkt, der hier eigentlich von dem Meister gemeint ist, ja. Es geht nicht darum, dass wir uns hier aufopfern, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Strukturen in unserem Geist so grundlegend bereinigen, dass sie anderen Generationen auch nicht mehr aufzuheißen sind. Ja? Wirklich bestimmte Keime des Alaya-Bewusstseins endgültig, wie es hier heißt, ne? Kalte Asche. Ja?
so zu bearbeiten, dass sie segensreich sind. Ja, und deshalb klopft uns dieser kleine Gehilfe auch auf die Schulter und sagt zu uns, naja, gut, ihr habt jetzt so ein Sommersession hinter euch, ja? Und ihr meint jetzt schon eine gewisse Vorstellung zu haben von dem, was diese 7 Schritte sind. Aber ehrlich gesagt, Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.